So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry Primal. Und mein Tiger wartet hier schon auf mich, so wie es aussieht. Wir sind auf dem Weg zu Batteries Tempel heute. Und natürlich, genau in dem Moment, wo ich meine Aufnahme starte, ist mein Hund nach draußen gelaufen und bellt mal erstmal ein bisschen. Super. Perfektes Timing, würde ich sagen. Aber ja, wir nehmen heute eben. Wir nehmen es mit Batterie auf, schätze ich mal. Wenn das das ist, was wir als nächstes tun müssen. Mal schauen. Ich habe mich ausgerüstet. Also, ich habe alles, was ich brauche, eigentlich, glaube ich. Bin ready to fight. So. Den machen wir damit noch kalt. Den Speer nehme ich wieder mit. Red Leaf habe ich, glaube ich, schon voll. Ja, okay. Wir haben alles. Und keine Eile mehr. Auf geht's. Ich frage mich jetzt, ob hier Gegner sind. Oder ob hier jetzt nur meine Leute sind. Ah, Meet the Avenger outside. Okay, also anscheinend sind es meine Leute. Das sind alles die, die ich befreit habe. Also jetzt bin ich dann gespannt, wie das mit Batterie aussieht, wie die kämpft und wo ist weh. So, hier muss irgendwo noch so ein Säckchen da. Toll, Elixir. Ja? Bin da. Da hieß Nam. Suschelheim. Gratis Praschqua. Pacha Dausarsch. Ni Majis Tasla Heiskamas. Hatakar an Hai. Okay. Kata Obelisk Support Ropes. Was passiert jetzt? War das irgendwann ein Gegner? Ja, ist es. Oh, das sind ganz viele Gegner. Okay. Ich glaube, die sind jetzt aber so weit weg vom Fenster. Checken wir mal ganz kurz. Nur der hier noch, oder? Okay, anscheinend nur der hier. Wollen wir uns den auch noch? Ah, da wird noch mehr kommen, glaube ich. Das war's noch nicht. Na ja, guck, dann kommt schon wieder der nächste. Ich gehe mal nur auf Headshots. Das ist, glaube ich, das Effektivste. Okay, toller Headshot. So, wo war noch einer? Da oben war noch einer. Wow! LOL! Okay, nice. Und jetzt komme ich mit Krati, oder was? Was wollen die jetzt machen, ist die Frage. Storm Batteries Tempel. Die haben jetzt alle Angst vor mir, oder was? Einfach weil ich diese Maske auf habe. Echt so. Lol. Hier kann ich mich wieder ausrüsten, so wie es aussieht. Okay. Okay, hier kann ich mir dann nachher wieder Zeugs gönnen, falls ich das nötig habe. Wenn ich im Kampf nicht mehr genug habe, kann ich einfach wieder rauslaufen und mich ausrüsten. Sehr gut. Okay. Das ist ein ganz schön langer Weg, ne? Ja, es ist echt. Okay, ich glaube, ich bin da. Alter Verrückter. Lol, gerade die ist kaputt. Gerade die ist kaputt. Hätte das passieren sollen? Wie kann ich es mir nicht vorstellen? Und wo ist sie jetzt? Da ist sie, da oben.
LOL, wie viel Schaden macht sie denn? What the hell? Und alles brennt. Alles, was sie abschießt, brennt. So wie es aussieht. Ich frage mich, ob es so schlau ist, auf Distanz gegen sie zu kämpfen oder ob ich da näher rangehen sollte. So, komm doch. Gar nicht so leicht, sie zu treffen. Holy! Okay, ich brauche definitiv was gegen Feuer. Pass auf, das gebe ich mir mal direkt. Ich habe das ja auf Tab. Fireproof, das hier. Das gönne ich mir dann direkt auch als, Dings hier. So. Warum kämpfe ich eigentlich mit dem Longbow? Das ist ein bisschen blöd gerade, ne? Machen wir mal einen anderen Bow ran. So, dahin kommen die Sealer. Kommen noch mehr irgendwo her. Da hinten. So. Haben wir natürlich die Pfeile wieder. Bin ja nicht blöd. So. Oh, da kommt ein Dicker. Aber da kann ich gegen den nicht, rein theoretisch. Komm her. Tiger, komm her. Nein, nein, komm her. Dieses blöde Vieh, ne? Okay. Muss ich nochmal heilen. So, Tiger, komm her. Jetzt heile ich dich. Ich kann dich nicht heilen. Warum kann ich dich nicht heilen? Jetzt kann ich dich heilen. Sehr schön. Ich kann halt einfach mal drauf hoffen, dass die Kollegen den anderen losgehen, ne? Was ist denn mit dir? Komm da runter. Holy shit, wieso macht sie so viel Schaden, Alter? Okay, pass auf. Ich muss da mein Dings wechseln nochmal. Das geht so nicht. Ich brauche da... Puh, was nehme ich da am besten? Ich brauche das, was mich am meisten heilt eigentlich. Sexilbass wäre nicht schlecht. Okay. Und dann heile ich mich einmal manuell jetzt. Warte, ja, warte, was? Will ich manuell heilen? Geht aber nicht. Okay. Kämpfen jetzt gegeneinander, sehr gut, genau das wollte ich haben. Oh, ich wollte mich heilen. Was macht der Tiger? So, komm nochmal her. Nochmal heilen, sonst killt er mich jetzt direkt. Was mit diesem großen Typ? Ist der down? Ja, der ist down, okay. Alter, die macht so viel Schaden. So, kann ich nicht eigentlich rein theoretisch dann eine Rodbomb einfach reinwerfen? Ja, eine Berserkbomb, meine ich. Weg mit dir. Was ist denn mit dir? Okay. Oh, was hat mich da gerade getroffen?
Das war nicht Batterie, das war irgendwer anderes. So. Okay. Da ist ja noch dieses Horn, ne? Kann ich das kaputt machen? Das ist kaputt, ne? Ja. Okay, wie ist der weitergehende Plan, ist natürlich die Frage jetzt. Da läuft irgendwo noch dieser Löwe rum. Der kämpft aber auch gegen mich, ne? Okay. So, ich würde mal mehr Pfeile machen wieder. Kommt da schon wieder einer? Da ist irgendwo ein Gegner. Jetzt ist er da oben. Der geht drauf. Okay. Nein, 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 das sollst du nicht hochklettern. Du solltest nur die Speere einsammeln. Alles cool. So, ich will dich heilen. Komm her. Okay, wie kriegen wir das am besten hin, dass wir da oben Damage machen? Wenn die jetzt die ganze Zeit da oben ist, dann ist das schwierig, die zu treffen, ne? Ich kann da auch nicht hoch, oder? Ich schätze nicht. Also das Einzige, was ich im Prinzip eh machen kann, ist, dass ich hier raufgehe und sie immer wieder abschieße. Und natürlich aufpassen, dass ich nicht selbst sterbe dadurch, ne? Kill den mal, der nervt. Okay. Dann machen wir das einmal so. Und dann einmal so natürlich. Dann soll die mal gegeneinander kämpfen. Jetzt kommen dann aber gleich wieder die Großen, ne? Genau. Da ist zum Beispiel einer. Oh, du dummer Tiger, Alter. Was machst du denn? Lol. Warum habe ich so viel Schaden bekommen? Hat Batterie auf mich geschossen? Neue Speere machen. Warum greift der Tiger mich jetzt an? Oh lol, er stirbt einfach. Okay. Okay, wir holen uns mal. Was geht mit dem Tiger, Alter? Der ist richtig auf Crack einfach. Go, go, Bier. So. Dann hol dir du den auch noch. Und ich geh schon mal wieder auf sie drauf. Ja, ist da gerade ein Säbelzahntiger vorbeigelaufen? Habt ihr das gesehen? What the hell? Was passiert hier? Ich bin verwirrt. Dieser Kampf macht mich kira kira. Kann ich mich jetzt manuell heilen? Warte mal. So, heil ich jetzt. Das ist ja nicht an Zeit gebunden. Hä, was? Du sollst das nicht essen. Ich check das manchmal nicht mit dem Heilen gerade. Ist ja daran gebunden, wie viel Schaden sie bekommt, wann die Reinforcements kommen. Jetzt kommen wieder neue zum Beispiel. Ein Bär, mach du mal sie. Ah, ich muss die Takedown oder was? Oh. Okay. Well. Apo,
Ich glaube eher nicht. Warum kann sie brennen? Wahrscheinlich, weil sie zu schwach ist. Alles klar. Läuft. Also haben wir das jetzt auch angenommen. Battery to Ashes. Victory. Nice. Das war ein stranger Kampf verglichen mit dem zu Ul. Der von Ul war brutaler, direkt. Der war dann nicht so heftig, glaube ich. Aber naja. Haben wir das auch erledigt? Guarfati, guava! Guarfati! Quai batterie pata! Sus, du gehst da, Marwa! Paluhu sakwamat! Winja, wakwas, takat! Guarfati, schwada! Wantar, ya battery hushanji! Uguifas glakitis papi, su shayui! Shayak, su shilhayu anmas! Hey kuspa! Shayuha, hayayama! Merkt euch, Kinder, Drogen sind böse. Alter. Ich glaube, das ist das, was man einen Hangover nennt. Na, guten Morgen, Taka. Wo bist du denn? Okay. Temple of Battery completed. Nice. Die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Was bleibt uns jetzt noch offen? Also wir haben natürlich noch gerade auf der Map diesen Typen wieder, den Izila. Der will noch irgendwas von uns jetzt. Roshani heißt er ja, genau. Wahrscheinlich, keine Ahnung, so wie da, weiß ich nicht. Mal schauen, wir werden es sehen. Maita Karwibi Shausa. Da Winja. Batari Uguanta. Izila nu Wenja Dwaya. Nu tash laudra. Kunasta. Nai. Wenja ha shwasa. Quai shwadata. Quai shizina. Ach so, das war diese Kette. Nu mas mash da chai magata. Wenja hajrasu. Aish izila sashman shwagaita. Wenja Hadra. Ma Muducha. Tu Hadra. Duchanta. Burn, baby burn. Oh Mann. Der Arme. So, und jetzt haben wir bei Seila noch was. Mal schauen, was die jetzt noch sagt. Ich glaube, wir haben es aber durchgespielt, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ah, hat er wieder so ein neues Kacketotem aufgestellt. Nati Haika Guasta, Saila. Salwa Urus, Winja Nashman Waida. Takar Nashman Dwayarsh. Shaja Mas Guarbiti Warsh. Tibal Shayu. Winja Yoga. Takar Guarbati. Takar Guarbati. Takar. Oh, hurry!
Land of Oros. Conquered. Nice. Hört sich gut an. Gefällt mir. Ist vorbei. Ist echt vorbei. Krass. Okay. Dann würde ich an der Stelle sagen, danke für alle, die bisher zugeschaut haben. Schreibt mal alle Oros in die Kommentare. Damit ich weiß, wer das ist. Und ja, ich bedanke mich für das Projekt. Ich muss aber sagen, ich mache jetzt noch ein bisschen labern hier so, ja. Ich muss aber sagen, ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Einfach aus dem Grund, weil ich in letzter Zeit so oft das Gefühl hatte, ich habe mehr Bock auf Far Cry als auf Minecraft. Was ja nicht schlimm ist. Aber das Problem hat sich ergeben dann, wenn ich sage, ich habe Zeit, um ein Video zu machen, dann habe ich immer Far Cry vorgezogen. Also ich habe dann immer gesagt, ja, ich habe jetzt Zeit, ein Video zu machen für morgen. Mache ich jetzt Minecraft oder Far Cry? Dann habe ich immer Far Cry gemacht. Aber nicht aus dem Grund, weil ich mehr Spaß daran hatte, so direkt. Sondern einfach, weil ich, weil es einfach ist, ein Far Cry Video zu machen. Das nimmt man auf, schneidet Anfang, Ende, das mit der Facecam, Color Correction drauf, dann. Ein Minecraft Video ist viel mehr Aufwand. Und das habe ich immer so als Entschuldigung verwendet. Und deswegen kamen so wenig Minecraft Videos in letzter Zeit. Und, ja, das wird sich jetzt, glaube ich, hoffentlich ändern. Ich will in Zukunft keine solchen Let's Plays mehr auf meinem Kanal bringen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Solche Sachen werden in Zukunft immer im Stream gespielt werden. Und ja, dann schauen wir noch, wo uns das hinbringt, würde ich sagen. Aber das war's mit der Folge und mit dem Projekt. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Begleitung von euch durch dieses Projekt. Es hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch genauso. Und ja, schreibt mir gerne weitere Spiele, die ich spielen soll, in die Kommentare. Natürlich dann im Livestream. Aber ja, wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.